Hi Leute, ich wollte mich heute mal hier in dem Video für jeden Einzelnen von euch bedanken, der Selbstverantwortung übernommen hat. Der begonnen hat, nicht mehr im Äußeren nach irgendwelchen Fehlern und Ursachen zu suchen, sondern man bei sich anfängt und diesen Schritt geht so. Und viele von euch sind sich vielleicht gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, was ihr macht. So. Also größten Respekt, wenn du deinen eigenen Weg begonnen hast. So, es fällt mir auf, dass ich schon wieder so sage. Entschuldigung, kleiner Einschub. Ich wollte mir gewisse Lückenfüllerwörter eigentlich mal abgewöhnen. Ja, aber auf jeden Fall, ja, meinen größten Respekt an alle, an dich, an jeden, der begonnen hat, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und zwar ist es vielen überhaupt nicht bewusst, was im Verborgenen liegt. So, die meisten, schon wieder so, Entschuldigung, die meisten haben noch nicht erkannt, was es überhaupt zu bearbeiten gibt. Da wird immer noch alles Mögliche Neue unter den Teppich gekehrt, an Emotionen, die nicht angeschaut werden wollen, oder anderen Dingen, an Situationen, die nicht angeschaut werden möchten. Eine Ausweichmethode ist da häufig, die wohl am gängigsten ist in unserer Gesellschaft, sich zu beschäftigen. Sich immer zu beschäftigen. So. Das ist ein ganz guter Test. Frag mal jemanden, ob er sich mal fünf Minuten hinsetzen kann, wie er reagiert, ob er das schafft. Manche schaffen das nur, wenn sie sich mal so ausgepowert haben. Die meisten Menschen müssen sich wirklich ablenken. Und sobald man mal sich hinsetzt, dabei keinen Fernseher anmacht oder sich nicht in sonstiger Weise irgendwie ablenkt, nicht mal ein Buch zur Hand nimmt, ist zum Beispiel auch das Schöne an einem Schweigeretreat. Du kannst dir selbst nicht mehr ausweichen. Das ist auch die Methode dabei. Auch beim Fasten, da kommen Dinge automatisch körperlich hoch. Und du kannst den Dingen dann nicht mehr ausweichen. Und dann kommen Dinge hoch, die schon lange vielleicht angeschaut werden wollten. Und in unserer Gesellschaft ist es eben oft gang und gäbe, den Dingen eher auszuweichen, als wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist auch meistens das Ding. Die Leute gehen zum Arzt und wollen, dass der einen gesund macht. Das kann niemand anderes, außer du selber, dich gesund machen. So. Dein Körper heilt immer selber, dein Geist heilt selber. Wenn du so weit bist, dass du Selbstverantwortung übernehmen möchtest, dann kannst du gesund werden, dann kannst du Dinge anschauen, verarbeiten. Aber wenn du nicht dazu bereit bist, das selber anzuschauen, die Dinge, tut sich da nichts. Viele rennen auch zu einem Heilpraktiker und denken dann, der macht einen gesund oder irgendwo wollen homöopathisches Mittel. Denken, irgendeine Pflanze macht sie gesund. All diese Dinge, die können dir vielleicht Impulse geben, die können dir helfen auf dem Weg, die sind nicht unbedingt schlecht. Es kommt immer nur darauf an, wie du sie benutzt. Es sind wie Krücken, die können dir vorübergehend helfen. Aber es ist nicht so, dass man sowas vorbeugend machen kann. Eine Krücke benutzt du nur, wenn dein Bein gebrochen ist. Eine Krücke benutzt du nicht mehr, wenn du gesund bist. Und Glück zu erreichen. In jedem Moment. Kannst du nur, wenn du Selbstverantwortung übernimmst. Kannst du nur, wenn du dazu bereit bist, dir die Dinge anzuschauen. Und nur weil viele ausweichen und zum Beispiel sagen, ich muss mir zum Beispiel oft anhören, du hast ja gut, du hattest die und die Situation und dann, ja, dann hattest du Glück, dann hattest du da Unterstützung von deiner Familie und oder was weiß ich. Heute kann ich da nur drüber schmunzeln, so. Das sind alles
ja, ganz schön gedachte Ausreden, dass jemand anderes immer leichter hat. Die meisten Leute wissen nicht, was ich mir anhören musste. Muss immer noch so, seit Jahren. Wenn man einfach anders lebt, dann bist du immer wieder mit den Glaubenssätzen von der Gesellschaft konfrontiert. Und ich glaube mir, die meisten möchten den Weg nicht gehen, den ich gegangen bin. Weil da muss man sich wirklich diesen Dingen stellen. Und auch wenn manche Menschen denken so, ich war zum Beispiel einen Monat in Thailand nur rumgelegen, weil da so viel hochgekommen ist emotional. Also denken sie sich, oh ja, machst hier irgendwie ja, einen faulen Lenz so. Die meisten können es nicht. Glaub mir. Die meisten können es nicht. Die meisten sind noch nicht an dem Punkt, dass sie bereit dazu sind, die Eigenverantwortung zu übernehmen und Dinge, gewisse Dinge anzuschauen. Das ist der Punkt. Die meisten flüchten sich in Beschäftigung, flüchten sich in Arbeit. Probier mal ein paar Tage einfach nur zu schweigen, zum Beispiel. Geh mal auf den Vipassen. Und dann siehst du ganz schnell, was da alles hochkommen kann, was da alles drauf gewartet hat, verarbeitet zu werden. Und unter der Oberfläche ist das Wasser oft tief, so stille Wasser sind tief. Manchmal macht es den Anschein, alles ist in Ordnung. Ist ja in unserer Gesellschaft auch häufig sehr verbreitet. Nach außen hin immer ein schönes Bild aufrechtzuerhalten. Äußere Dinge, so das Materielle, die Oberfläche, alles gepflegt, alles wunderschön. Da hat man tolle Prothesen, tolle Krücken, Brillen, Hörgeräte. All solche Dinge, die Tatsachen vortäuschen, die nicht mehr so sind. Wenn wir mal ganz ehrlich an die Welt hier herangehen würden und all unsere Cremes und Scheinprothesen wie Brillen und so weiter abnehmen würden, dann wäre die Welt sehr ehrlich. Das hat Rüdiger Dahlke auch mal in einem Buch geschrieben. Und dann würde man mal sehen, wie jeder rumlaufen würde durch diese Welt, so wie blind vielleicht oder wie buckelig, ohne Zähne, was für Bilder sich da ergeben würden. So. Wie viele Menschen haben noch alle Zähne in ihrem Mund? Das sind alles Themen, die in unserer Gesellschaft oft überspielt werden, überstrichen werden. Die Fassade angestrichen und dahinter ist ein Riesenberg angesammelt in verdrängten Emotionen. In Situationen, die nicht angeschaut werden wollten. Wo man vielleicht auch noch nicht bereit zu war. Und ja, meinen größten Respekt einfach an jeden, der jetzt das Video hier zum Beispiel schaut, wirklich die Verantwortung übernommen hat, die Dinge bei sich verändert, nicht mehr die Fehler auf irgendwelche anderen Leute schiebt oder irgendeinen Schuldigen sucht. So. Es geht nicht um Schuld. Die Welt ist ganz einfach hier aufgebaut. Es gibt Ursache und Wirkung. Es gibt so wunderschöne Dinge hier. Schaut euch einfach das hier mal an. Die Welt ist so genial. Hier, mitten im Dschungel. Kann man einfach alles genießen. Das meiste Leid kommt vom Kopf her. Jeder hat Essen auf dem Tisch. Fast jeder auf dieser Welt. Jeder kann ganz leicht dafür sorgen, wenn der Kopf da nicht im Wege stehen würde dazu. Und wir können wieder lernen, die Verantwortung zu übernehmen.
Dinge zu ändern und zu erfahren. Durch die Erfahrung kann man den Weg gehen, um sich langsam wieder zu gesunden, klaren Verstand, eine klare Sicht zu entwickeln. Und traut euch ruhig, andere Wege zu gehen. Manche Wege werden nicht besser, wenn sie mehrere Leute gehen. Wenn du eine Klippe runterrennst oder den Abhang reinfällst, ist egal, wenn der Weg schön breit getrampelt ist. Und eine Lüge wird nicht wahr, dadurch, dass es alle machen. Und wenn man die Entwicklung in unserer Gesellschaft anschaut, dann sieht man halt, ja, das, was alle machen, ist anscheinend oft gar nicht so gut. Kann manchmal ganz gut sein, aber man sieht ja im Moment, was mit der Erde passiert, was mit den Pflanzen passiert, was mit dem Klima passiert, was mit der Luft passiert. Jeder spürt es, man braucht nur mal irgendwo in die Stadt zu gehen. Jeder riecht es, ganz offensichtlich. Jeder kriegt die Schwingung mit, den Lärm. Es gibt kaum noch Orte, an denen man keinen Brummen im Hintergrund hat. Kein Maschinengeräusch. Einfach nur natürliche Umgebungsgeräusche. Das wunderschöne Fließen von dem Fluss. Und trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen, egal was jemand anderes sagt. Ein Wolf, beziehungsweise ein Vogel, ein Adler, der unter Wölfen aufwächst, der immer von den anderen Wolfskindern ausgelacht wird, weil er so langsam rennt, der wird nie erfahren, dass er fliegen kann, wenn er nicht aufhört, sich mit den anderen Wölfen zu vergleichen. Wenn der Adler bei sich bleibt, erkennt, was für Möglichkeiten er hat, dann kann er sich entfalten und kann Dinge erreichen und machen, die sich vielleicht nie zuvor jemand erträumt hat. Und genauso ist es mit dem Weg, den du jetzt vielleicht gehst. Auch wenn dir jeder jetzt noch irgendwas anderes erzählt. Die Leute erzählen dir alle das Gleiche. Nicht aus Erfahrung heraus, sondern weil sie es irgendwo gelesen haben. Also einfach nur Dinge wiederholen. Mach deine eigene Erfahrung. Hör nicht auf das, was ich sag. Hör nicht auf das, was irgendjemand sagt. Zieh dir die Wahrheit aus allem raus. Du kannst von allem lernen. Schau immer auf dich selbst. Und vergleich dich nicht mit anderen. Es bringt nichts, wenn du einen Schritt schneller läufst als jemand neben dir. Du wirst nie mehr machen, außer einen Schritt schneller laufen. Du wirst vielleicht nie erfahren, dass du fliegen kannst. Du wirst nie erfahren, was noch möglich ist, weil du dich immer vergleichst. Geh von dir selber aus. Übernehme Eigenverantwortung. Hör auf, dir es bequem zu machen. Und nur halbe Schritte zu machen. Aus dem falschen Sicherheitsbedürfnis heraus. Und dann wirst du deine wahren Möglichkeiten herausfinden. Dann wirst du wirklich dein Potenzial erkennen und schöpfen aus dem Voll und wirst das Leben genießen. Jeden Moment, jede Zelle deines Körpers ist einfach nur am
vibrieren vor Glück, am explodieren. Ja. Du brauchst nichts, du sitzt einfach nur ruhig da. Du kannst dein Hirn abschalten, wie du möchtest. Du benutzt es wieder. Jetzt einfach nur da sitzen. Aufnehmen. Rezeptiv sein. Ohne Grund. Einfach diese Glückseligkeit in dir spüren. Das wünsche ich jedem Menschen auf diesem Planeten hier. Und vor allem dir. Macht's gut, Leute. Ciao.